Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Kommt davon, wann ihr gerade zugeschaltet habt. Ich möchte euch begrüßen zu einer sehr, wie soll ich sagen, schweren Folge LSPDFA, die ich gerade aufnehme. Ihr habt es ja sicher mitbekommen, auch mein Video bezüglich Open 4, dass Modding in Anführungszeichen illegal geworden ist. Ich spiele hier auf einer Version, die ich vor diesem ganzen, wie soll ich sagen, Chaos und ja, dem Schock, den man zu verdauen hat, die ich modifiziert habe. Das ist auch noch eine ältere Version von Rage Plugin Hook, das ist auch eine ältere Version von GTA, also noch vor dem Gunrunning DLC. Und das läuft bei mir noch alles. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was ich machen soll, Leute. Ich bin super confused, so auf der einen Seite sagen die Leute, es ist illegal, man könnte angezeigt werden, ich müsste bald meine Videos alle down nehmen. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die sagen, die machen weiter, also ganz besonders im US-Bereich gibt es viele, die sagen, nein, das lasse ich mir nicht bieten, ich mache weiter. Daniel Gaming hat das Handtuch geworfen, also auch immer Respekt vor der Entscheidung. Ich mache erstmal weiter. Das ist schon mal so die Info, ich mache erstmal weiter. Ich habe auch meinen Freund von mir, der sich mit Medienrecht auskennt, mal da dran gesetzt und der wird sich mal damit auseinandersetzen. Und vielleicht habt ihr da draußen ja auch ein paar Tipps oder Ratschläge, was ich machen soll. Schreibt mal in die Kommentare heute, wie es weitergehen soll. Was wünscht ihr euch auf meinem Kanal und was denkt ihr, ist die richtige Entscheidung hier für uns auch als Community? Ich fahre heute wieder mit dem Brigade. Wir werden heute einige böse Leute jagen, aus dem einfachen Grund, weil ich die Schnauze voll habe. Es wird Zeit, mal ein paar Leute abzumetzeln. Heute ein bisschen weniger Roleplay, ein bisschen mehr rumgeschießen, ein bisschen mehr Leute töten. Ich bin aber stinksauer auf Take-Two und Rockstar und die Geschehnisse der letzten paar Tage. Ab zum Intro, Leute. Okay, Leute, wir haben einen großen Einsatz. Heilige Scheiße, wie sieht denn das Wetter aus? Guck mal, auch hier im Game ziehen schon die dunklen Wolken auf, wegen dem ganzen Scheiß da draußen, der da passiert. Und zwar haben wir einen Angriff auf eine Polizeistation. Das Vagos-Kartell greift uns an. Das muss natürlich sofort ausrücken, oder SEK, was ich gerade bin. Und schaut euch mal das Wetter an, schaut euch mal die Wolken an. Es ist doch ein Zeichen, Leute, oder? So dunkel, wie es hier gerade aussieht am Horizont, so dunkel sieht es auch gerade für die GTA-Modding-Community aus. Unser heutiges Hashtag in der Folge... Open 4. Ja, ihr könnt also Open und die Zahl 4 schreiben, ist vollkommen in Ordnung. Müsst nicht die römischen Zahlen benutzen, aber leck mich am Arsch, Leute. Open 4 als Support. Und ich bitte euch, liked diese Folge mal bis in den Himmel. Bitte supportet den Scheiß, wenn wir noch weiter Mods hier auf meinem Kanal machen. Ich brauche eure Zustimmung, ich brauche eure Hilfe, ich brauche verdammt nochmal Klicks, so blöd es klingen mag. Auch eben, um Aufmerksamkeit zu bekommen auf diesen ganzen Scheiß, der hier passiert. Ich werde am Wochenende ein neues Video machen zum Update, wie sich Rockstar geäußert hat und Take-Two. Aber jetzt erstmal hier zu diesem Einsatz. Also, wir sind angekommen. Ich habe übrigens einen Police-Partner dabei, falls ich das euch noch nicht gesagt habe. Der müsste hier... Da ist er, alles klar. So, wir reden mit dem Einsatzleiter vom SWAT-Team. Da vorne rennen schon die Kollegen. Ich werde mal... Was nehmen wir denn für eine Waffe? Karabiner? 30 Schuss sollte reichen. Okay, was ist hier los, Leute? Alles schon in Deckung. Was liegt denn hier auf der Straße rum? Müll? Diese SWAT-Fahrzeuge sehen auch geil aus. Davon sollte man doch mal... Oh Gott, jetzt wollte ich gerade sagen, davon sollte man einen deutschen Skin machen. Was geht nicht mehr? Fucking Modding, Alter. Ich könnte so kotzen manchmal. Ihr wisst gar nicht, wie mich das ärgert. Also, ich bin immer noch super unschlüssig, wie es weitergehen soll, Leute. Und die Tante hier weiß auch nicht, was sie machen soll. Ich kann, so wie es aussieht, wahrscheinlich mit meinen aktuell gemoddeten Versionen noch weiterspielen und aufnehmen. Das werde ich auch tun. Das heißt, wenn mich jemand fragt, dann ist das alles natürlich in der Vergangenheit passiert. Jedes Video, das ich aufnehme, ist natürlich vor dem Update oder bevor OpenVR illegal wurde, aufgenommen worden. Aber ey, bitte nochmal euer Feedback auch dazu in die Kommentare. Wer liegt denn hier rum hier? Also wir haben hier vorne... hallo? Ist das ein guter oder ein böser? Bist du der Chef hier? Du siehst aus wie vom Kartell, Alter. Okay, du bist vom Kartell. Warum zur Hölle steht denn hier rum? Was war das denn gerade, Leute? Okay, wir haben ja nur Kartellfuzis und ich renne hier einfach rein. Okay. Reif, das war kein guter Move, Alter. Ah, also wir haben eine Massenschießerei hier. Die scheinen auch wirklich hier überall zu sein. Mein Kollege ist super cool hier, seht ihr das? Der ist scheiß drauf. Okay, Achtung, Vagos Motherfucker. Wow, ich hab die Fresse bekommen. Achtung. Irgendwo ist hier noch einer.
Habe ich. Okay. Hier um die Ecke, Achtung Leute. Wo ist mein Partner? Wozu habe ich diesen scheiß Police-Partner? Okay, hier ist alles clear. Alter, warum habe ich einen Police-Partner? Guck mal hier, wie er da chillt. Du bist so ein Vollmongo, Alter. Stellt euch vor, das hier ist Take Two. Fuck you, Alter. Unnützes Stück Scheiße, Mann. Genau, rennt rein, Leute. Sehr gute Idee. Okay, ich geh rein. Wo sind die denn? Holy shit, von wo schießen die? Ach da. Der hatte eine rosa Waffe gehabt, habt ihr das gesehen? Achtung. Oh, versteckenreif, okay. Irgendwo ist denn in der Garage, ist ein Kopf, oder? Oh shit, von wo schießt die denn? Da hinten? Nee, der gehört zu mir. Auf dem Dach, Alter. Der war auf dem fucking Dach. Und da hinten ist auch noch eine. Oh shit, von wo? Achtung, ich glaube, der Schatz feiert hier, Leute, der ist schon wieder was. Oh no. Alles klar, guck mal, Kollege hier, wie geht's dir denn, ey? Und ganz ehrlich, dieser Cop hier ist das perfekte Beispiel dafür, wie sich gerade alle Modder und GTA-Spieler fühlen. Es ist diese Folge repräsentiert, ohne dass ich großartig sagen muss, genau das, was hier gerade abgeht. Alles ist scheiße, Leute. Die ganzen Spieler werden niedergemäht von Take-Two, guck mal, und die schießen noch drauf weiter, obwohl alles cool ist und machen hier den absolut geilsten Moonwalk, den ich ever gesehen habe, ey. Herr Kollege, Mann, that's it, Mann. Jeder fühlt sich so krass angeschissen, dass er noch nicht mal mehr gehen kann. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber diese Folge repräsentiert so ziemlich alles, was falsch ist. Und jetzt, schöne Metapher, am Ende stehen wir trotzdem auf und machen weiter. So mache ich das jetzt hier auch auf meinem Kanal. Denkt bitte dran, Leute. Ich schmeiß nicht das Handtuch, auf der anderen Seite muss ich wirklich aufpassen, dass ich hier keinen Stress bekomme. Mögliche Konsequenzen. Ich kriege eine Anzeige. Geldstrafe. Ich muss meine Videos runternehmen. Das ist alles möglich. Deswegen, wer mich supporten möchte, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe einen PayPal-Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr mich finanziell unterstützen, um das Ganze weiter aufrechtzuerhalten. Es gibt Social-Media-Seiten, wo ihr die teilen könnt, meine Videos. Sagt einfach euren Freunden Bescheid und sagt, hey, pass mal auf, der Ralf, ein cooler Dude, den möchte ich unterstützen. Schaut mal seine Videos. Das mit der Werbung, das Thema, das ewige Leid, das kennt ihr ja. Es tut mir auch leid, dass da immer so viel kommt, aber wie gesagt, zurzeit ist einfach die CPM so kacke, da kann ich mir gar nicht anders helfen. Außer ich finde eben Leute auf Patreon, die mich unterstützen. Da habe ich gerade einen Unterstützer, der gibt mir jeden Monat 5 Euro, was ich super cool finde. Und Patreon ist so eine Seite, Entschuldigung, ich bin bei Tippi, also tippi.com. Falls da jemand mal danach fragt, gebe ich euch gerne den Link. Und da gibt es auch ein paar Benefits. Dann gibt es mal, wenn wir genug Geld zusammen haben, mal ein T-Shirt oder mal Visitenkarten oder wir machen mal ein Meet and Greet oder whatever. Also wenn ihr das Ganze hier aufrechterhalten wollt, bitte ich euch eben auch vielleicht mal drüber nachzudenken, ob ihr mich finanziell unterstützen könnt. Wenn ihr Schüler seid und Taschengeld kriegt und so, vergesst das, ja? Ihr unterstützt schon genug, wenn ihr einfach Werbung schaut oder meine Videos guckt. Also nur nochmal nebenbei, dass ihr Bescheid wisst. Was euch gut gefallen hat in der letzten Folge, waren die Lichter. Und ich finde, die haben wir auch wirklich gut gemacht, wenn ihr es mal so seht. Die blinken meiner Meinung nach sehr gut. Und der Einsatz hier war auch richtig cool. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir gleich so eine geile Schießerei hinbekommen. Was mich sehr irritiert, ist mein Police-Partner. Ah, das meinte ich nicht. Und zwar hier, Police-Partner von Dark Meyer benutze ich. Und der Typ, ach, Engage Hostile hätte ich vielleicht mal machen sollen, ne? Hi. Sag mal, warum hat denn der so eine Stimme? So, jetzt habe ich einen neuen Partner geholt. Und Engage Hostile heißt eben, dass er auch mit angreift. Ich glaube, das hatte ich vergessen, vorher anzuklicken. Puh, was für ein Einsatz, Leute. Was für ein Tag. Wie gesagt, das Wetter spiegelt einfach die Stimmung wieder. Und jetzt komme ich nicht mal mehr in mein Auto rein. Jetzt muss ich mir mein eigenes Polizeiauto knacken. Die Lichter finde ich hier fast ein bisschen too much gerade. Aber es geht. Euch hat es gut gefallen, habt ihr gesagt. Und hallo, Kumpel, kommst du hier auch mal rein ins Auto? Ich finde, es geht. Auch das Schöne ist halt, dass hier innen drin nicht alles so krass leuchtet wie so ein Christbaum. So, da ist der Kumpel wieder. Morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag, also heute ist Freitag, wird auch noch LSPDFA kommen. Ich werde die Folgen wahrscheinlich jetzt gleich hier nach dieser Folge aufnehmen. Aber ihr könnt mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch was wünscht für nächste Woche. Wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Bitte abonniert auch meinen Kanal, um weitere Infos zu bekommen zum Fall Take-Two gegen Open 4. Also wie es für die Modder weitergeht. Es gibt ja viele deutsche Kanäle, die da schon aufmerksam drauf gemacht haben, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Weil ich, weil wir alle betroffen sind, wie ich schon gesagt habe, auch Standardskill hat in seinem Livestream drüber geredet, hat gemeint, er macht weiter. Ja, finde ich auch einen guten Schritt, weil warum sollten wir jetzt einen Schwanz einziehen und einfach aufhören?
Auf der anderen Seite muss ich sagen, was Daniel Gaming macht, finde ich auch absolut in Ordnung. Ja, also man kann auch wirklich sagen, nee, das wird mir zu heiß, ich hau rein, ich mach was anderes. Ist auch absolut in Ordnung, ja. Also jeder soll es für sich selbst entscheiden. Auf meinem Kanal gibt es weiterhin LSPDFA und LSRD. Also das verspreche ich euch. Im schlimmsten Falle, was kann uns passieren? Wenn Open 4 an sich verboten wird, dann darf ich eben keine Fahrzeuge mehr modden, keine Sirenen. Das heißt, wir werden bald nur noch mit US-amerikanischen Settings rumfahren und mit einem Vanilla-Setting in GTA. Keine Grafikmods, keine Fahrzeugmods. Das könnte passieren. Und wie geil sieht das denn gerade wieder aus? Und warum zur Hölle fährt der Typ genau im Gegenverkehr die Straße runter? Weil ich auf der falschen Straßenseite stehe. Ach Gott, guck mal, was heute abgeht. Also, wir suchen uns mal einen weiteren Einsatz. Wir bekommen bestimmt noch einen Spot-Einsatz heute für die Folge. Und ja, eure Gedanken und Gefühle und alles, was euch so beschäftigt zum Thema, bitte die Kommentare hier bei mir auf YouTube. Ich halte mir hier rechts an, weil mein Kollege muss hier drüber pinkeln, habe ich festgestellt. Wir haben einen Einsatz bekommen und zwar Sexual Harassment, das heißt sexuelle, da wird jemand sexuell bedrängt oder ja, eine ganz schlimme Sache, Leute. Da muss ich euch mal eine Geschichte erzählen aus, ja, aus meinem Leben. Und zwar eine Ex-Freundin von mir wurde mal von einem Spanner mehrere Tage lang beobachtet, was man im Nachhinein rausgefunden hat. Und dann hat er sich auch ihr nachts mal auf dem Heimweg vor ihr entblößt. Und heilige Scheiße, Mann. Meine Freundin damals, der ging es richtig dreckig. Das war richtig übel. Und ihr glaubt gar nicht, wie schlecht ich mich gefühlt habe, weil ich sie nicht beschützen konnte damals. Ey. Das war ja super ätzend. Und ich glaube, hier drüben... Ist das hier Sexual Harassment? Ist die halbnackte Frau hier... Ich glaube, ja, ne? Hallo, sie da. Halten Sie mal auf hier, bitte. Das ist doch nicht Sexual Harassment. Alles gut bei Ihnen, sagen Sie mal? Save the victim and the suspect. Ich weiß zwar jetzt nicht, was die vorhat und bitte nicht aus dem Auto aussteigen. Ah, scheiße, jetzt steigt er aus dem Auto aus. Einmal kurz ihren Ausweis. Warum denn der Typ aus dem Auto, Joe Mac? Schau, dass du dich verpisst, Mann, Alter. Mit dir wird doch kein Mensch reden. Joe Mac, auf geht's. Weg mit dir. Rein ins Auto. Halt die Schnauze, Mann. Hier ist die Polizei im Einsatz. Und warum ist denn die Tat? Ich verstehe überhaupt nichts. Was ist das für ein Einsatz? Wir fahren mal kurz mit dem Brigade weiter. Ich sollte da hinten auch diese Frau retten. Die rennt irgendwo über die Berge so. Ey. Ich habe keine blassen Schimmer. Ups, Entschuldigung. Hören Sie mal auf hier. Hallo, Sie da. Hören Sie mal auf zu rennen wie eine Verrückte. Hallo, Sie da, stehen bleiben. Stopp. Hallo. Mann, Alter, was ist mit Ihnen los? Die Polizei ist doch da. Mann, Mann, Mann. Bitte mal kurz Ihren Ausweis. Sie sind Frau... Jessica Hill, Frau Jessica Hill, Sie dürfen jetzt weitergehen. Wir haben die Frau da vorne aufgehalten. Wir haben schon festgestellt, dass sie ziemlich muskulös war und sie eben auch Sport machen anscheinend im Fitnessstudio um die Ecke. Ich würde Sie bitten, jetzt einfach nach Hause zu gehen und wir kümmern uns dann um die Dame. Ja, wir wollen auch keinen Stress, deswegen sagen wir es Ihnen. Schönen Tag noch. Ja gut, guck mal her, ey. Alter, unser Christbaumauto, seht ihr, das blinkt und leuchtet wie sonst was, ey. Finde ich jetzt fast schon wieder ein bisschen too much und ich finde es auch geil, dass jetzt wieder nicht mein Auto reinkommt. Der ist mir zu blöd in das Auto. Guck mal, jetzt ist hier Leuchten, Power und Jesus Christ. Kann ich mal kurz was zeigen? Und zwar, wenn ich Shift-Enter drücke, komme ich hier auf die EMB-Series und kann ich hier unten das einstellen. Ich mache jetzt hier mal 10 draus. Sag Save Config und Apply. Und jetzt ist das ein bisschen runtergegangen. Warte mal, ich mache mal auf 5. Weil im Dunkeln sieht einfach die Welt nochmal anders aus. So, Save. Und Apply. Und dann seht ihr so ein bisschen den Unterschied. Das ist jetzt nicht mehr so stark wie vorhin. Und finde ich für nachts auch angenehmer. Ihr seht, es reflektiert und scheint ja trotzdem noch ganz fleißig. Aber eben nicht mehr so krass wie vorhin. Am Tag ist es natürlich... Ah, super, jetzt regnet es auch noch. Ey, was für eine Folge. Am Tag ist es natürlich nicht so heftig, weil eben die Sonneneinstrahlung viel von dieser Corona aus rum wegnimmt. Wow, Alter, was fahre ich denn hier zusammen? So, und ich glaube, die Frau hier, ich kann die gar nicht befragen oder so. Sie hier, sie sind erstmal vorläufig festgenommen, weil sie eine andere Frau bedrängt haben. Auch wenn ihr Körper jetzt total feucht und ölig ist, ne? Auch wenn es jetzt schon wirklich ein bisschen besser aussieht. Das geht erstmal gar nicht klar. Ich lasse jetzt mal von meinem Kollegen abholen. Unser Christbaumauto. Kann ich jetzt überhaupt noch in mein Auto rein? Das sieht nicht so aus hier. Ich denke auch mal, da das Wetter so scheiße ist und es wirklich regnet und dunkel ist und ich im Dunkeln hier echt durch diese Beleuchtung das ein bisschen krass finde. Schreibt es mir in die Kommentare, wie gesagt. Machen wir mal Tag, schönes Wetter und holen uns den letzten Einsatz dann nochmal, wenn es hier nicht so ein Kackwetter ist. Ey. Kollege, mitkommen, wir gehen ein bisschen spazieren.
Ihr habt's gehört, in Vinewood haben wir einen Bankraub, Banküberfall. Handbremse, wo muss ich denn überhaupt? Vinewood, okay, die Bank kennen wir, Leute. Da wissen wir, was abgeht. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, da brauche ich unbedingt vorher noch eine Weste. Weil da drin gibt's eine ordentliche Schießerei. Diesen Einsatz hatten wir schon des Öfteren. Aber ich glaube, mit deutschen Settings oder SWAT hatte ich die selbst noch nicht. Ja, mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, wie geht es jetzt weiter mit meinem Kanal? Ich weiß es nicht, Leute. Wie gesagt, ich bin auf euren Support jetzt mehr denn je, angewiesen. Ohne euch, ohne die Klicks natürlich, ganz wichtig. Ich weiß auch immer nicht, warum viele Leute mir unterstellen, dass ich geldgeil bin und klickgeil bin. Ich erzähle das so oft in meinen Videos. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass die meisten Leute so oberflächlich sind und sich gar nicht anhören, was ich in meinen Videos zu sagen habe. Dafür mache ich das, ja. Also, supportet mich so gut ihr könnt. Jeder da draußen, der die Zeit hat und Lust hat, mir ein bisschen Support und Liebe zu geben, macht es bitte. Und denkt bitte dran, ich mache das auch so, so gerne. Das macht mir mega Laune. Und wirklich jetzt mit dieser Info mit Open 4 ist bei mir so ein bisschen was kaputt gegangen. Vielleicht habt ihr es auch in meinem Infovideo gesehen. Ist super, super ätzend. Deswegen ist es jetzt gerade wichtig, wirklich, dass ihr als Community aufsteht und sagt, okay, Ralf, wir supporten dich. Und holy shit, was war das denn? Und zeigen dir ein bisschen Liebe und zeigen dir, was wir als Community können. Also jetzt bitte ist die Zeit gekommen. Was ist denn hier los, Alter? Habe ich wieder hier online gecheatet hier? GTA-Modding, habe ich alles kaputt gemacht. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber was zur Hölle war das denn gerade, ey? Jetzt brauche ich euch mehr denn je. Jetzt ist die Zeit gekommen, aufzustehen, zu sagen, alles klar, Ralf. Wir supporten dich, wir pushen das Ganze, wir geben dir alles, was wir können, so. Ich kann es einfach nicht oft genug wiederholen, so. Ganz besonders jetzt, wo es eben wirklich sehr, sehr schwierig wird, für Leute auch überhaupt Videos zu machen, so. So, wir gehen mal schnell zum Einsatzleiter. Okay, das wird jetzt wieder eine harte Schießerei, Leute. Ich hoffe, wir überleben das. Sir, what's the situation? Ich überspringe jetzt mal alles hier. Und let's take down the bastards, ist die Ansage. Alright. Und mach bitte den Sound aus, Alter. Hier. That, sir. Okay, und jetzt gehen wir mal kurz zu meinem Auto. Gucken wir jetzt sogar die Texturen laden, nicht, ey. SWAT-Team, ihr dürft schon mal reingehen. Auf geht's! Okay, ich sitze erst mal im Auto, auch nicht schlecht, ne? Go, 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 Jungs! Weiter, weiter, weiter! Auf die Leute am Boden, immer auf die Leute am Boden schießen. Ach, das ist der vorne, gehört ja zu uns, ja, ne? Achtung! Shots fired natürlich, was sonst? Achtung, nachladen, nachladen, nachladen. Okay, geht gut ab, ich geh rein. Okay, Leute, alles klar, bin dabei, weiter, 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 weiter. Aufpassen, wow. Okay, hier ist clear der Eingang, Eingang ist clear, Leute. Reinkommen, reinkommen, reinkommen. Und stürm, 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 stürm. Wir machen sie fertig, Mann. Okay, die Daten lade ich das Tour nicht. Okay, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Achtung, ich geh mal zum Eingang. Wow! Rein hier, Jungs! Rein hier, rein hier, rein hier, rein hier! Oh, leck, ich krieg so Gänsehaut, ey. Passt auf die Geiseln auf! Passt auf die Geiseln auf! Wow! Alter, auf die Fresse hier, du Penner, ey. Hab ich den jetzt umgehauen oder lebt er noch? Man weiß ja nie, ne? Alles cool hier, auf der Knallfinger ist da, alles easy, chill, chill, chill. Okay, ich renne einmal so rum. Ich muss auf die andere Seite von dem Bankgebäude. Okay, hier drin ist voller Alarm. Oh, wow, wow. Wo kam der denn her, Alter? What the fuck? Nein! Wo kommen. Nein, 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 ich bin RIP! Leute, das war's. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Lasst ein Like da, wäre super. Schönes Wochenende.